Ja, liebe Zuschauer, wie sieht es bei Ihnen momentan im Depot aus? Haben Sie Aktien momentan übergewichtet und die Aktienmarktrallye, hat die sich denn voll und ganz in Ihrem Depot niedergeschlagen? Ja, das hoffe ich doch. Aber wann ist denn nun die Zeit, das wieder zurückzufahren und vielleicht in Renten umzuschichten? Das Timing ist eben das Problem und das ist für die Performance auf jeden Fall das A und O. Auch bei ETFs, darauf wollen wir jetzt schauen im ETF-Forum der Experten. Und meine Gäste heute hier an der Börse, auf dem Börsenparkett, sind zum einen Sven Württemberger, er ist ETF-Experte bei iShares. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und Achim Backhaus, er ist Leiter Dachfondsmanagement bei Hauck & Aufhäuser. Ihnen natürlich auch hallo und herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Ja, und dann fange ich gleich mal bei Ihnen an, Herr Backhaus. Wie schaut denn das aus momentan im Portfolio? Sollte man auf 100% Aktien momentan sein? Wir waren das ganze Jahr lang übergewichtet in Aktien, stark übergewichtet, haben unsere Position aber jetzt auf neutral gedrosselt, sind aber vom Prinzip her sehr konstruktiv für Aktien. Das heißt, wenn die Märkte fallen, sollte man nachkaufen. Nachkaufen auch jeden Fall. Wie schaut es denn momentan bei ETFs aus? Wenn ich eine Performance am Aktienmarkt nachvollziehen möchte, wie kann ich das am besten mit ETFs momentan tun? Ja, was wir im Augenblick sehr stark sehen, ist, dass die Anleger auf der Aktienseite klar platziert sind und vor allem in die Standardindizes investieren. Das ist zum einen der Eurostox, also der breite europäische Index, aber auch der S&P 500, also hier praktisch der US-amerikanische Markt. Also es ist wieder so ein bisschen das Zurückkommen aus den Schwellenländern und wie gesagt voll in die Aktien und das spiegelt sich gerade auch im Anlageverhalten sehr klar wieder. Also zu spät ist man momentan definitiv nicht. Ja gut, die Kurse sind nach wie vor sehr stark. Das sehen wir ja auch am DAX. Ja, auch der DAX ist klassisch ein Investment, was sehr, sehr stark gekauft wird von institutionellen Anlegern, wie aber auch von Privatkunden im Augenblick oder Privatinvestoren. Und der Trend scheint an den Zahlen her gesehen im Augenblick auch ungebrochen. Scheint intakt zu sein. Asset Allocation und Timing, Herr Backhaus, das ist das, was Sie auch bei Ihrer Anlagestrategie verfolgen, was wichtig ist. Vielleicht können Sie die kurz noch mal erläutern. Wie sieht Ihre Anlagestrategie aus? Ja, sehr gerne. Also vom Prinzip her ist das Timing, wir sprechen lieber von taktischer Asset Allocation, weil Timing hat ein bisschen was von einem Daytrading. Als Privatbank machen wir sowas nicht. Aber prinzipiell ist die taktische Asset Allocation, das heißt die Positionierung zwischen Aktien und Renten elementar. Dort können Sie Performance schützen, aber eben auch Performance aufbauen für Kunden. Und das ist unser Credo als Privatbank. Und dieses Taktische, das ist natürlich das Wichtige. Und da haben Sie uns auch mal eine Grafik mitgebracht. Da wollen wir mal kurz drauf schauen, wie das denn funktioniert. Wann weiß ich denn, wann ich umschichten muss oder wann schichten Sie denn um? Die Taktik, wie Sie sagten, sehr richtig, ist der Schlüssel zum Erfolg. Und genau diesen Schlüssel zum Erfolg haben wir jetzt in den Fonds gegossen. Prinzipiell bei Hauck & Aufhäuser setzen wir immer ein Modell ein. Unsere Entscheidungen fußen immer auf einem Modell. Und in einem zweiten Schritt sprechen wir in Strategieteams qualitativ über die Märkte. Und hier sehen Sie unser Modell. Das gibt uns ganz klare Signale, wann wir in Aktien zu investieren haben, wann wir aussteigen sollten und lieber den sicheren Hafen, Rentenpapiere, deutsche Staatsanleihen wählen sollten. Die Grafik zeigt unsere Signale ganz schön, wenn ich das ganz kurz unterstreichen darf. Sie sehen es. Oh. Entschuldigung. So, ja, haben wir den am besten. Ja. Genau. Nehmen wir mal das Mikro so einmal. Sie sehen es hier einmal ganz schön. Sie sehen es hier einmal ganz schön. Und hier, das sind unsere Signallänge, das ist die Signaldauer sozusagen. Immer wenn der Balken nach oben zeigt, sollte man in Aktien investieren. Wenn der Balken nach unten geht, sollte man eben desinvestiert sein. Wie Sie den großen Balken sehr schön erkennen können, das war das Jahr 2008. Dort sind wir relativ frühzeitig ausgestiegen. Unsere Signale, unsere Indikatoren haben einen Aktienausstieg prognostiziert. Das haben wir dann auch durchgesetzt und sind dann im Laufe des Jahres 2009, als die Märkte und die gesamte Volkswirtschaft in den Erholungsmodus ging, haben wir dann die Aktienposition sukzessive wieder aufgebaut. Und dabei hilft uns genau ein solches fundamentales Modell. Wie schaut es denn momentan aus? Welches Signal ist jetzt zu sehen gerade? Wir sind positiv für Aktien, das Modell ist weiterhin positiv. Wir sehen die Frühindikatoren gerade in der Eurozone, aber auch in den USA weiter am Steigen. Das heißt, von dem volkswirtschaftlichen Umfeld bekommen wir positive Signale für die Aktienmärkte. Die Bewertung relativ zu den Rentenmärkten ist weiterhin attraktiv, wobei die absolute Bewertung von Aktien, wir sehen das, wir sind von einem Höchststand zu dem nächsten geklettert, jetzt auf dem historischen Durchschnitt liegt, also nicht mehr ganz so attraktiv wie noch vor Monaten oder vor Jahren, aber in Summe positive Volkswirtschaft, positive relative Bewertung und das führt dazu, dass unser Modell weiterhin positiv ist.
Ich hatte eben erwähnt, wir sind aber auf neutral gegangen. Da kommt dann der qualitative View von Hauck & Aufhäuser mit ins Spiel. Und dort haben wir entschieden, bei verschiedenen Höchstständen die Quote etwas zu reduzieren. Herr Württemberger, Sie hatten schon gesagt, die Anleger setzen noch nach wie vor auf Aktien und sind hier auch auf jeden Fall noch überpositioniert in dem Bereich. Was glauben Sie denn? Merkt man schon langsam, dass es so ein bisschen anfängt, vielleicht auch zu bröckeln, dass viele vielleicht Gewinne erstmal mitnehmen wollen und vielleicht auch doch in eher in Anführungsstrichen, ist die Frage, ist das überhaupt noch der sichere Hafen, Renten gehen? Ja, die Tendenz sehen wir sicherlich so langsam ein bisschen aufkeimen. Wir sehen jetzt die letzten Wochen auch verstärkt wieder Nachfrage nach Rentenprodukten, wobei natürlich die Aktien nach wie vor hier der absolute Renner sind. Aber wenn auf der Rentenseite, dann positionieren sich die Anleger verstärkt auf der Ertragsseite. Also sind auch auf der Suche nach wirklich mittel- bis langfristigem Ertrag. Das heißt, hier im Unternehmensanleihenbereich engagiert, vielleicht sogar im Hochzins, also im sogenannten High-Yield-Bereich engagiert. Das sind Produkte, die natürlich nachgefragt werden und wovon man das sicherlich auch ausgehen kann, auch im neuen Jahr, im ersten Quartal auch verstärkt Zuflüsse genießen werden. Und das Angenehme, das Interessante ist ja, dass Sie mit so einer Struktur hier auf beiden Seiten sehr gut positioniert sein können. Ja, das ist, wir hatten gerade den qualitativen Ansatz angesprochen. Genau das ist ja das Thema. Ja, Sie haben hier praktisch einen Portfolio-Manager, der für Sie diese Möglichkeit der Umsetzung wahrnimmt und hier den Trend voraus auf der Aktienseite bzw. auf der Rentenseite allokiert und hier praktisch diese Allokation taktisch wie auch strategisch umsetzen kann. Da fragen wir doch gleich mal den Portfolio-Manager bzw. den Leiter des Dachfondsmanagements. Warum setzen Sie auf ETFs und nur auf ETFs? Die taktische Asset Allocation ist vom Prinzip her am besten mit ETFs durchzuführen. Die Kosten sind gering, die Handelbarkeit, die Liquidität ist sehr hoch und genau das ist das Wichtige. Wenn Sie sich an 2008 erinnern mögen, dort hat die Liquidität den entscheidenden Punkt gespielt und dort haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mit ETFs gemacht, dort haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mit iShares gemacht. Die ETFs sind handelbar, wir können Aktien auch mal schnell verkaufen und Rentenpapiere auch schnell kaufen. Das ist elementar in Märkten, wo immer wieder Stress auftritt und ich glaube, das werden wir auch nach vorne hin immer mal wieder sehen. Warum dann einen Anbieter? Warum setzen Sie nur auf iShares? Unsere Kunden sind vom Prinzip her so eingestellt, dass sie voll replizierende ETFs eben brauchen und dass unsere Kunden natürlich auch gerne immer mit dem Marktführer, der uns Liquidität zum Beispiel garantiert, mitspielen wollen und dann kommt man zwangsläufig auf iShares. Wir haben dort voll replizierend, wir haben den Marktführer und dann bleibt iShares übrig. Und das passt auch von den Gebühren dann? Das passt sehr gut von den Gebühren. Wir haben hart verhandelt, aber es passt natürlich. Herr Württemberger, da muss ich natürlich noch mal fragen, umgedreht, warum sagen Sie, macht es denn Sinn oder warum passt gerade diese Partnerschaft mit Hauck & Aufhäuser? Ja, das Spannende an der Partnerschaft ist, und ein Teil hat der Backhaus ja auch schon ausgeführt, ist, dass Sie zwei Seiten haben. Sie haben zum einen die Privatbank mit einer Vermögensverwaltung, die sonst einem einzelnen Kunden vielleicht so nicht zur Verfügung stehen würde, der vielleicht nur 100 oder 200 Euro investieren will. Auf der anderen Seite umgesetzt mit transparenten und liquiden ETFs als Bausteine. Sie haben praktisch also das ganze Anlageuniversum in einem Portfolio und können dieses Portfolio über eine Anlage ab 100 Euro investierbar machen. Und das ist eigentlich eine charmante Lösung, wie Sie praktisch eine Privatbank und einen Vermögensverwalter wie iShares hier schön kombinieren können. Was glauben Sie, was ist das Wichtige daran, dass man dieses Qualitative noch mit drin hat? Man könnte ja, oder es gibt ja am Markt eben auch schon ETFs, die das komplett passiv abbilden, also die praktisch nach diesen computergesteuerten oder computerbasierten Strategien arbeiten. Wie wichtig ist dieser Ansatz qualitativ noch? Ich denke, in diesem Beispiel sehr wichtig, weil schaut man sich zum Beispiel volatile oder schwankungsbreite Szenarien an. 2008 hatten wir es mal angesprochen. In dem Bereich kann man natürlich als Portfolio-Manager dann direkt diskretionär selber eingreifen. Das können Sie bei einem regelbasierten Modell, so das rein auf quantitativen Basis aufgebaut ist, nicht tun. Das heißt, Sie haben hier immer den diskretionären Ansatz. Sie können dem Investor auch klar machen, warum wird so allokiert, warum wird so angelegt. Man kann taktisch, strategisch allokieren. Also Sie haben hier wesentlich mehr Spielraum, mehr Flexibilität, um wirklich auch dem Markt 1:1 so wiederzugeben, beziehungsweise auch ja, Ihr Modell demnach zu steuern. Wie erfolgreich sind diese Fonds, die eben auf diese computergesteuerten Systeme zurückgreifen? Die müsste man sich dezidiert anschauen. Da gibt es sicherlich positive Beispiele, genauso wie negative Beispiele. Es ist aber vom Ansatz her
etwas anderes, wenn Sie es rein regelbasiert machen, als wenn Sie wie hier in diesem Beispiel wirklich aktiv auf die Leistung eines Managers zurückgreifen, der hier natürlich auch schon langjährige Erfahrung hat. Ich glaube, Herr Backhaus, seit 1796 am Markt. So alt, glaube ich, noch. Achso, am Markt generell Sie noch nicht. Ganz richtig, als Saug und Aufhäuser sind wir so lange am Markt. Und wir sind natürlich unserem Kunden verpflichtet, dem Kapitalerhalt vor allem verpflichtet. Und wir können keinem Kunden erklären, wenn Märkte stark fallen, dass wir uns hinter einer Regel verstecken. Also bei uns gibt es kein Verstecken hinter einer Regel. Dort ist kein Computer, der macht, was er will sozusagen, sondern wir müssen unserem Kunden jeden Tag erklären können, warum wir Positionen eingehen und warum auch nicht. Und dafür braucht es einfach einen qualitativen Overview. Und der hat geholfen und der hat auch gerade in 2008 geholfen und auch 2011 mit dem Aufkeimen der europäischen Schuldenkrise. Dort haben sie keine Programme zur Verfügung, die ihnen das prognostizieren können. Und dann wollen wir natürlich jetzt Butter bei die Fische, mal gucken, wie der Dachfonds halt eben ausschaut. Und wir gucken erstmal auf die Ausgestaltung vielleicht des Fonds. Also komplett auf ETF basierend ist dieser Fonds. Und wir gucken oder sehen hier gerade nochmal die Kosten. Risikoklasse 4, was heißt das? Risikoklasse 4 heißt eben die Aktienbeimischung, die führt dazu, dass wir eine Risikoklasse 4 haben. Rein Renten wäre dann Risikoklasse 1, also so in der Mitte. Genauso wie wir es eben platzieren wollen. Wir können mal 100% Aktien haben, mal 100% Renten und das führt zu einer vierer Risikoklasse. Was beobachten Sie, Herr Württemberger, gerade? Wie risikofreudig sind die Anleger? Ja, das ist eine gute Frage. Das schwankt natürlich im Augenblick. Man sieht klar, Trend zu Aktien, da ist die Risikofreudigkeit sicherlich stärker wie auf der Rentenseite gegeben. Wobei, wenn man sich die Anlagen im Schwellenländerbereich anschaut, die sehr stark zurückgegangen sind, würde ich sagen, dass tendenziell vielleicht das Anlegerverhalten hier auch ein bisschen risikoaverser geworden ist. Ist natürlich auch der Volatilität, die wir am Markt haben, sicherlich geschuldet. Aber ich denke, Risikoklasse 4 ja, durch das Aktienengagement ist hier definitiv passend und Ja, dann gucken wir mal gerade, was in dem Fonds auch drin ist, wie also die Allokation momentan ausschaut. Und das, wenn ich das jetzt auch hier reinkriege, ja, da haben wir es. Also vielleicht können Sie gerade noch mal sagen, was Sie für Positionen momentan im Fonds haben. Der Fonds ist ja sehr neu. Ich bin gerade dabei, die Position aufzubauen. Wir haben momentan keine 100%ige Aktienquote. Ich hatte es erwähnt, wir haben es reduziert. Das führt am Ende dazu, dass wir 60% in Aktien investiert haben, ungefähr 30% in Renten-ETFs und der Rest ist im Moment im Geldmarkt. Und wenn wir uns die Allokation anschauen, was haben Sie da zukünftig vor mit, wenn Sie sagen, Sie haben ihn noch ganz neu, was können Sie sich hier noch für eine andere Allokation vorstellen? Ich bin gerade dabei, die Aktienpositionen aufzubauen. An Tagen wie heute, wenn der Markt etwas schwächer ist, positionieren wir die Aktienquote etwas höher, um dann auf die Zielallokation eben zu kommen, die wir ungefähr bei 60% gerade festgelegt haben. Kosten natürlich, darüber wollen wir sprechen, wenn ein Anleger, also wir haben es eben gerade schon in den Stammdaten gesehen, was an Kosten anfällt, das ist auch alles das, was ein Anleger zu tragen hat? Ganz genau, richtig. Wir haben 130 Basispunkte in der Management-Fee, kommen dann wahrscheinlich die TERs selbstverständlich höher und das sind die Kosten, die der Anleger zu tragen hat. Dafür bekommt er eine aktive Asset Allocation von Hauck & Aufhäuser, unsere Erfahrung sozusagen und die ETF-Expertise von iShares. Vielleicht noch Herr Württemberger ganz kurz gefragt, wenn ich jetzt als Einzelanleger sozusagen die ETFs kaufen möchte, welche Kosten kommen da auf mich zu? Was muss ich da berücksichtigen? Ja, der Backhaus hat die TIA angesprochen. Das ist die Management-Fee, die für ein ETF also im Jahr anfällt. Die ist im Schnitt bei Aktien 0,3%, bei Renten 0,2%. Reden wir hier also von einem Produkt, das 1,3% an Gebühr kostet, kommen hier praktisch nochmal die etwa 0,2 bis 0,3% Prozent obendrauf. Das ist dann der Durchschnitt. Also das Produkt, klar, hat eine aktive Managementleistung, die Geld kostet, die aber auch natürlich zu mehr Ertrag führen kann durch eine Outperformance. Und die muss man natürlich in gewisser Weise hin bezahlen, ist aber hier natürlich mit 1,3% immer noch auf der günstigen Seite. Und dann natürlich die Frage, Herr Backhaus, welche Performance haben Sie sich vorgestellt bei dem Fonds? Eine sehr gute Performance natürlich. Also wir wollen in einem Zyklus die Aktienmärkte auf jeden Fall outperformen mit einem wesentlich geringeren Risiko. Das ist uns wichtig, das sind wir unseren Kunden schuldig, das sind wir unseren Kunden verpflichtet. Wir müssen auch im Hinterkopf behalten, dass unsere heutigen Kunden der Privatbank dieselbe Asset Allocation bekommen, wie wir sie hier in dem Fonds umsetzen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das bedeutet Aktienmarktperformance gerne, aber bei einem wesentlich niedrigeren Risiko. Das ist doch ein schönes Schlussstichwort. Dann sage ich, Herr Backhaus und Herr Württemberger, vielen Dank, dass Sie hier waren beim, da ist es jetzt, nein, da haben wir es jetzt gleich hoffentlich wieder drin.
Na, der will jetzt nicht so ganz. Da haben wir es beim ETF-Forum der Experten. Vielen, vielen Dank, die Herren. Und liebe Zuschauer, also wenn das etwas für Sie ist, dass Sie also auch mit ETFs und einem aktiven Management sozusagen hier punkten möchten, dann sollten Sie sich das genauer anschauen. Ich sage danke, dass Sie dabei waren beim ETF-Forum der Experten. Hoffe, Sie auch zum nächsten wieder begrüßen zu können. www.daf.fm. Da können Sie es nochmal schauen. Und bis zum nächsten Mal sage ich dann tschüss.